Guten Morgen, ich habe jetzt erstmal den Kamin angemacht. Das ist doch toll, oder? Wir haben nämlich nur 22 Grad hier bei uns, was für uns echt wenig ist. Also normal haben wir hier so 24, 26 Grad. Und ich weiß nicht warum, wir haben an der Heizung nicht rumgedreht, es ist kühler geworden hier drin. Und ich liebe das, schaut euch das an, wie schön das aussieht. Das wird hier gleich richtig muckelig warm. Ja. Ich starte jetzt den Tag. Es ist aber schon ein bisschen später, 9:30 oder so. Ich habe das Video von gestern geschnitten. Lade ich gleich hoch. Die Maus ist im Laufstall. Die wartet auf ihr Tragetuch. Und ich muss unser Sofa absaugen. Täglicher Rhythmus. Und hier Wäsche. Wäsche lässt auch auf sich warten. Da, das kann ich gleich alles machen. So sehr schon auf das neue Tragetuch, was heute eigentlich kommen müsste, in Flamingo Pink. Flamingo Pink! Ich habe das erste nur in Grau gestreift genommen, weil der Bernd sie ja auch mal trägt. Und da dachte ich, ist halt Grau schöner als Flamingo Pink. So. Ja, das ist schöner, ne? So. Fühlst du dich wohl? Wenn du gleich schläfst. Wenn sie schläft, dann mache ich hier so eine Seite übers Köpfchen einfach. Ne? Ja, so machen wir das immer. So, und jetzt saugen wir das Sofa ab. Dabei schläft sie super ein immer. Dieser laute Sauger und dann so die Bewegung. Das findet sie klasse. Ne? Smurfy, seht ihr den? Der liegt da. Der ist total müde. Ne? Morgen schon laufen mit Härchen. So, jetzt geht's ab an die Wäsche. So, jetzt ist das erledigt. Immer was zu tun, es wird nie langweilig. So. Dann wollte ich eigentlich am Nachmittag schon mal kochen für morgen, diesen Brokkoli-Curry. Habe ich mir gedacht, aber ich habe keinen Tiefkühlbrokkoli mehr hier. Und Bernd hat auch keinen mehr bei sich. Sonst hätte er den mitbringen können. Ich habe gedacht, dann könnte er so richtig schön durchziehen, das Essen. Aber ja, Satz mit X wird wohl nichts. Es sei denn, ich gehe nachher eben, oder einer von uns geht nachher eben wieder kurz einkaufen schnell. Mal schauen. Na ja, dann ist das schon mal weg, ne? Ich habe euch gestern Abend gezeigt, dass wir Reste gegessen haben. Und es ist immer noch voll viel über, deswegen gibt es heute noch mal Reste. Dazu mache ich dann noch so Baguettes für den, der möchte. Das ist ja Kürbissuppe. Da kann man ein bisschen dippen. Und das war unsere Soße gestern. Da habe ich jetzt einfach nochmal Sahne draufgeschüttet. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen von dem Hela-Ketchup, damit ich wieder ein leckeres Süßchen habe für unsere Krautwickel. Wo haben wir denn unseren Ketchup? Da oben ist er drin. So, hier haben wir auch noch Kartoffelsalat drin, den der Bernd gemacht hat. Den können wir auch noch essen. Ness Murphy isst da gerade eine Möhre. Ich war gerade mit dem Spazieren draußen. Das ist so kalt heute. Wir haben 3 Grad und es ist richtig so regnerisch. Also es ist am Fisseln. Deswegen habe ich auch so ein bisschen nasse Haare. Es ist total windig. Und stürmisch, also richtig ekelhaftes Wetter. Kein Wetter zum Spazieren gehen. Und das soll jetzt die ganzen nächsten Tage so bleiben. Leider. So, das ist die Soße.
So, wenn die dann nachher aufgekocht ist, dann ist sie richtig dunkel. So, das ist mal ganz praktisch, wenn er da noch im Wintergarten ist, weil da ist halt sein Handtuch und so. Dann trocknet er schon mal ein bisschen. Ich versuche jetzt aus diesen Zutaten das Essen zu kochen für morgen, wenn die Morla mich lässt. Die ist da. Mal gucken, wie lange das klappt. Und zwar wird das ein Blumenkohl-Curry mit roten Linsen oder gelb, ne, die sind rot. Kokosmilch, Zucchini, dann Zwiebel ist noch eine Reste Zwiebel von gestern. Und hier habe ich noch Reste schon fertig geschnitten und eine große Möhre. Und das essen wir dann entweder morgen mit Kartoffeln oder mit Reis. Einmal alles raspeln. Das ist mehr für ein Stück Möhre. Ja. Komm. So. Einmal die Turbo-Raspel. Zack, zack, zack. Schaut mal, wie schön die Möhre geraspelt hat. Hier meine super Raspel. Einmal raspeln, vier Scheiben. Immer wieder bin ich davon begeistert, wie schnell und wie schön die das macht. So, umdrehen. Man sieht sofort, ich habe mich beeilt. Meine Zwiebeln sind die großen Stücke. Hallo, du schaust zu? Super. Schaut mal, die hat doch hier den, wie heißt das? Snoopy Body. Und ich hatte den im Trockner und dann ist dieser Aufkleber total verklebt und ja, leider kaputt gegangen, der Body. Also der geht ja noch, der Body, aber das Bild ist halt leider kaputt. Aus der Zucchini mache ich das Innenleben immer raus und schaut mal, wer hier wartet, dass das bekommt. Das Murphy, du bist ein Vernichter, ein Allesvernichter. Den Rest kriegen dann immer hier die Hühner und die Ziegen und Schafe und so. Ne? Das sammeln wir alles. Aber alles schafft er ja auch nicht hier von diesen Innenleben-Teilen. Ja, aber einiges. Sollen wir testen, ob du das magst, Murphy? Gucken, ob er Kokosmilch mag. Ich weiß ja, dass er die mag. Der kriegt jeden Morgen auch hier diese Kokosflocken von uns. Wenn wir den Shake machen, dann bekommt er immer Kokosflocken. Angeblich soll das ja gegen Zecken helfen oder vorbeugen. Der Blick, mal wie der die Augen aufreißt. Oh, ist das lecker? Oh. Das schmeckt, ne? Ja. Wir haben ihm schon sein Zeckenhalsband umgemacht. Jetzt geht's bald wieder los, die Zeckensaison. Gesundheit! Gesundheit! Ja! Ne? Wir nehmen immer runter, Smurfy. Wir nehmen immer das Seresto-Zeckenhalsband und sind damit super zufrieden. Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt die Kokosmilch und 1 Liter Wasser reingemacht und habe es mit Salz, Curry und Paprika-Rosenscharf gewürzt. Jetzt lasse ich 10 Minuten kochen, dass die Linsen schon mal ein bisschen kochen. Und dann mache ich den Brokkoli rein. Das ist 1 Kilo und wir nehmen immer Tiefkühlbrokkoli, weil ja, geht viel schneller. Und ja, ist auch erntefrisch eingefroren. Sollte er zumindest. Und wir mögen gerne Tiefkühlgemüse und Obst auch. Ja, und die Maus hat sich die Decke runtergestrampelt. Und Smurfy denkt, das ist jetzt sein Platz. Ha? Was hast du gemacht? Hast du dem Smurfy einen neuen Platz gemacht hier in der Küche? Ja? So, und schaut mal, was gekommen ist. Eben anziehen und umrühren. So. Tada! Habe ich mich so gefreut den ganzen Tag drauf, obwohl ich dasselbe ja schon habe, in Grau gestreift. Jetzt habe ich es in Flamingo Pink. Das ist so schön, die Farbe. Das ist so richtig die Sommerfarbe, wenn wir dann im Sommer schön irgendwo, weiß ich nicht, im Freizeitpark sind oder im Urlaub, in meiner
Traumvorstellung, können wir das alles im Sommer machen, ne, Morla? Und dann bin ich schön braun und dann kann ich dieses schöne Tragetuch benutzen. Wow. Wow. Etty, aus, das ist nicht für dich. Schnuppern, schnuppern ist okay. Das sieht so schön aus. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so schön rüberkommt. Es ist so richtig schön, so ein helles Lachsflamingo. Ja, oh mein Pony, der steht immer so ab. Ja. Und ich wollte euch noch was zeigen. Na, wartet. Und zwar, jetzt qualmt es, ich habe die Spülmaschine aufgemacht, weil die so laut war. Und zwar wisst ihr, dass wir immer eine Einkaufsliste schreiben. Das habe ich euch schon total oft gezeigt und erzählt. Und das sieht immer so aus bei uns. Katastrophe, ne? Fürchterlich sieht das aus. Ja, und jetzt haben wir uns einfach mal was Schönes überlegt, was ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar... So, ein Wochenplan, wo man halt von Montag bis Freitag draufschreiben kann, was es zu essen gibt. Von Montag bis Sonntag, sorry. Eine Einkaufsliste kann man dann halt hier eintragen und To-Do-Liste für die Woche und halt noch eins für Sonderangebote einfach, die man eintragen kann. Und das lassen wir gerade drucken. Und nicht nur das, also das sind dann halt so Blöcke mit 25 Blättern, also für 25 Wochen. Und wir haben das auch auf DIN A4, was ja dann so ist, als Kühlschrankmagnet. Genau dasselbe halt mit Folienstift, kann man sich das am Kühlschrank machen und dann kann, wenn die ganze Familie halt Wünsche hat, was sie essen möchten, kann man das alles da eintragen. Wir werden hier auch einen aufstellen, oder was heißt aufstellen, an den Kühlschrank machen. Und dann kann man zum Beispiel sonntags, also wir machen den Plan immer sonntags, können wir die Kinder auch mit einbeziehen. Ne? Was habt ihr vor? Könnt ihr das da dran schreiben und so? Da haben die bestimmt auch voll Spaß dran, die Kinder da mitzuwirken. Und ja, deswegen wollten wir das mal ausprobieren und haben uns das so... Ja, überlegt. Die kommen, glaube ich, alle nächste Woche an. Die sind jetzt halt im Druck, die Sachen. Und ich bin mega aufgeregt. Ich freue mich total. So sieht das jetzt aus. Also das ist noch nicht durchgekocht. Ich habe jetzt den Brokkoli nur kurz untergemischt. Und das muss jetzt halt noch so 10 Minuten, Viertelstunde kochen. Ich zeige euch gleich nochmal. Ich mache jetzt den Deckel drauf, wo ich immer gefragt werde, woher wir den haben, den Silikondeckel. Der ist von IKEA. Der war auch nicht teuer. So, das ist jetzt quasi fertig. Das kann jetzt schön abkühlen und morgen können wir das dann portionsweise wieder warm machen, weil das wird ja mindestens für 2 Tage reichen. Das ist so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal nachkochen. Also sehr zu empfehlen. Ich wollte das Video nur wieder beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.